Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, mal wieder zu einer Folge mit dem Hamburger Sportverein. Ich weiß, in letzter Zeit ist es ziemlich sporadisch gekommen und das tut mir wirklich leid. Ich versuche halt so oft wie möglich dafür Zeit zu finden, aber irgendwie finde ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr dafür so, ich weiß jetzt, sage ich das schon wieder, Zeit ist halt wirklich... Sehr, sehr gering gerade bei mir. So, gucken wir mal gerade. Für Holtby kriegen wir jetzt ein Transferangebot. Ich hatte ja schon mal sowieso gesagt, so, Mensch, ist Kinder, wie es wäre so. Da hätte ich ganz Bock drauf eigentlich, dass wir den Luis vielleicht jetzt schon diese Saison wegkriegen. Wir müssten mal schauen. Also wir hätten ja Holtby im ZM. So, gucken wir mal, wie viel ZM hätten wir? Also mit Wilson züchten wir uns da schon einen ganz guten jungen Mann ran. Sonst haben wir halt noch Özcan, der aber mehr ZOM spielt. Ja, und dann gucke ich gerade mal, wen wir sonst noch auf der Transferliste haben. Wir haben ja hier noch einen Deutschen, den ihr, glaube ich, der war, glaube ich, auch vorgeschlagen. Und der sieht von seinen Talenten gar nicht mal so schlecht aus. Eine 83er Ausdauer. Kann ZM, ZM, ZDM und IV also auch weiter nach hinten spielen. Ist also sehr flexibel und ist mit 23 Jahren recht günstig. Gehen wir einfach mal in die Verhandlung. Ja, und da haben wir es mal gerade wieder. Der Verein hat ihn gerade gekauft und deswegen ist es da nicht möglich. Bestimmt ist auch eine Laie nicht möglich. Ja, genau, das war doch sowas von klar. Ja, dann würde ich immer noch sagen, Sandro Tonali ist da eine richtig gute Aktion, den wir uns vielleicht da wirklich noch holen können. Ja, und dann gehen wir mal in die italienischen Verhandlungen rein. Ja, und ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal mit 7 Millionen auf den Verein einfach mal zu und mal gucken, was sie sagen. Sie wollen 11 Millionen. Jungs, nun übertreibt doch nicht gleich. Komm, dann sagen wir jetzt mal 7,8 Millionen, oder? Also er kommt mir schon immer so ein bisschen noch entgegen. Dann versuche ich es mal mit 8,8 Millionen. So komme ich ihn halt auch ein bisschen entgegen. Und wir werden uns darüber einig. Ach so, sie wollen sich erstmal nachdenken. Wir werden ihr Angebot diskutieren und uns bei ihnen melden. Uff, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr bieten sollen? War es wirklich zu wenig? Ja, und dadurch, dass das Ding halt mit Holtby noch in der Schwebe steht, müssen wir noch abwarten, was mit Tonali passiert. Ja, und mit Jan-Fiete Arp habe ich da noch richtig gut was vor. Also diese Saison möchte ich ihn noch nicht verkaufen. Er ist jetzt auch nur in Anführungsstrichen 1, er wird jetzt hier mit knapp 22 Millionen geboten und der ist halt einfach viel, viel mehr wert. Also diese Saison möchte ich ihn definitiv noch behalten. So, und sie sagen, das Ding ist irgendwie bla bla bla. Wir haben ihr Transferangebot für Sandro geprüft und halten folgende Konditionen für angemessen. Transfer 8,8 Millionen mit einer Weiterverkaufsgebühr von 6%. Uff, können wir das noch irgendwie verhandeln? Also zum Glück sind sie ja noch verhandlungsbereit. Dann gehen sie wieder auf 10 Dings. Ich will keine, sagen wir mal schnell hier, keine weitere Verkaufsgebühr. Dann bin ich halt auch mit 9,4 Millionen einverstanden. Damit sind wir einverstanden, na endlich. Ich finde immer, so eine Weiterverkaufsgebühr ist immer irgendwie doof. Ja, und dann würde ich sagen, treffen wir uns auch jetzt mal mit Mr. Tonali. Und guck mal, was er will. Er will auf jeden Fall wichtig sein. Natürlich, das soll er ja auch. Er soll ja dann auch Holtby definitiv ersetzen. So, hier haben wir wieder das das übliche Spielchen. Ich sag 5, er sagt 3, ich sag 4, er sagt okay. Also ein Jahr habe ich nochmal rausgeholt. Und ich denke halt einfach, das macht hier ja jetzt gar keinen Sinn, er kommt von seinem 4-8 nicht hin und wir geben ihm einfach seine 4-8 und gut ist. Und dann können wir auch Luis Holtby auf jeden Fall annehmen. Wollen wir da eigentlich noch ein bisschen mehr rausholen? 7,5 wäre er wert, sie bieten uns 7,2. Gehen wir einfach mal in die Verhandlung. Vielleicht können wir den ja noch ein bisschen rausschmeißen, also ach so, sein aktueller Wert ist nur 6,5. Ich möchte ihn aber ganz gerne, sagen wir mal, für... Ja gut, okay, ich will es jetzt auch nicht ganz übertreiben, weil wir wollen ihn ja nun auch loswerden. Ja, sagen wir mal 8,5. Okay, wir sind einverstanden, seht ihr? So geht das. Ne? Ich hätte vielleicht doch mal noch ein bisschen mehr. Aber Louis, sind wir dann auch los für 8,5 Millionen? Und mal schauen, wie viel davon uns nachher am Ende übrig bleibt. So, Holtby ist verkauft für 8,5 Millionen und 6 Millionen gehen in unser Transferbudget.
So, Bates ist dann auch, hat eine Leihe an Wolves angenommen und wechselt mit sofortiger Wirkung und damit sind wir ihn erstmal los. So, dann sind jetzt auch noch ein paar Abschlussberichte reingekommen für Saar. Der sah ja eigentlich auch ganz gut aus mit seiner 79. Dann Yari Verschaan. Ich glaube, das war so ein No-Name gewesen. Ach nee, der war bei RC Anderlecht. Ich weiß gar nicht mehr, wieso habe ich den überhaupt reingeholt. Irgendwas war da noch gewesen. Ja, Ethan Ampadur, wer kennt ihn nicht? Auch einer mit super viel Potenzial. Derzeit aber nur eine 68. Wenn wir ihn holen würden wollen, dann müssten wir das jetzt noch schnell tun. Oder vielleicht halt im Winter, aber dafür brauchen wir dann richtig viel mit Trainingseinheiten für ihn. So, dann starten wir ja auch nochmal schnell eine kurze Trainingseinheit mit richtig gut. Was ist denn hier? Dreimal A, B und C. Das ist ja mal richtig top. So, dann ist auch mal wieder ein Bericht aus unserer monatlichen Jugendakademie drinne. Der 17-jährige Adam Rogers wäre jetzt soweit, aber der ist irgendwie nicht so wirklich pralle. Deswegen darf der gerne gehen. Ja, und die anderen beiden sind noch recht 15 mit jungen Jahren und haben auf jeden Fall nochmal das große Potenzial. Ja, und in Amerika wartet nochmal ein kleiner Test und die beiden sehen doch recht gut aus mit ihren 70-95. Gucken wir mal ganz kurz zu 150.000 wert, okay. Und er ist nur 60.000 wert, okay. Dann lassen wir sie beide noch ein bisschen begutachten. Er wäre ja eigentlich auch Torwart, den wir ja jetzt unter Umständen eigentlich noch nicht wirklich brauchen. So, wir bekommen noch ein Angebot für Guido Jung. Ja, da müssen wir aber wirklich sagen, das müssen wir erstmal ablehnen, weil ihn brauchen wir definitiv erstmal für unsere Innenverteidigung. So, wir haben ein Leihangebot für Winsheimer und seit dem neuen Patch braucht man wohl nicht erst wieder das immer runternehmen auf die Transferliste etc. etc. Und dann nehme ich natürlich das Angebot dann erstmal an. So, und dann gibt es hier auch wieder unsere monatlichen Scouting-Dinger. Hier hat uns, wir sind in Amerika einfach zu früh reingegangen. Und die beiden hatten wir ja gesagt, die wollen wir ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen kontrollieren lassen. So, und dann haben wir jetzt hier noch zwei, also besser gesagt vier weitere, die recht gut ausschauen mit 71,94. Beide, alle vier haben ein 94er Potenzial. Ich würde sie halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen mehr durchschauen lassen. Also Andrew Park sieht ja eigentlich ganz gut aus, den werden wir definitiv schon mal verpflichten. 70.000 nur und was sieht es hier mit aus? Auch nur 70.000. Da würde ich einfach sagen, die lassen wir noch ein bisschen weiterschauen. Also aus Belgien habe ich mir viel erhofft, aber Noah Lehms ist noch ein bisschen uff. Da weiß ich noch nicht, ob der wirklich gut ist. Da werden wir ihn einfach noch ein bisschen weiter beschauen. Und auch Roman Thies ist halt auch so eine ganz komische Aktion. Den lasse ich dann einfach nochmal einen Monat hier drinnen. Ja, und im Endeffekt sind drei übrig geblieben. Daniel Schwarze mit 230.000er Wert. Den holen wir uns dann gleich mal rein. Wie sieht's denn hier aus? Hans Meyer sieht auch sehr, sehr gut aus. 75,94, hat aber nur einen Wert von 70.000. Deswegen lassen wir ihn jetzt wirklich mal so ein bisschen noch begutachten. Und er auch nur mit 70.000. Also bleibt er auch erstmal da, wo er ist. Ja, und ich dachte mir, weil es so gut das letzte Mal war, machen wir es nochmal und... Ja, diesmal ist es nur so mittelprächtig. So, wir haben auch ein Leihangebot für unseren Jugendspieler Wilson. Der könnte für ein Jahr nach San Lorenzo del Almagro gehen. Ich nehme das jetzt einfach mal an, weil da kann er auf jeden Fall mehr Spielpraxis sich holen als bei uns zu Hause. So, und Winsheimer ist dann auch für das eine Jahr jetzt ausgeliehen. So, dann gehen wir nochmal in die nächste Einheit hier mal rein und diesmal mal mit Davis. So, und Wilson ist jetzt auch ausgeliehen und wir haben auch ein Angebot für Bobby Wood. Der war ja eigentlich auch von euch schon gesagt, so, den kannst du auch weggeben. Der hat einen Marktwert noch von knapp 9 Millionen, da gehen wir auf jeden Fall mal in die Verhandlung. So, und PSV Eindhoven will ihn gerne für 7,7 Millionen verpflichten. Ich sag gleich mal
9 Millionen wären mir lieber. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich möchte ihn dann ja auch ein bisschen loswerden, um den Kater wieder ein bisschen abzuspecken. Möchte dann aber auch nicht zu hoch. Verstehe natürlich, dass das hier. Und ja, 9 Millionen sind einfach mal mit drin. So, auch ein Angebot von Sakai, aber da sind wir derzeitig überhaupt nicht belegt und haben auch nicht wirklich den Wunsch, ihn abzugeben. Wenn doch, schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, und auch ein Angebot für Moritz ist jetzt endlich da und das habe ich auch gleich angenommen, denn der 29-Jährige möchte ja eh weg. So, und Wood ist auch gleich verkauft. 9 Millionen ging ganz klar und 6,5 Millionen in unser Transferbudget. Wir haben auch noch ein Angebot jetzt für David. Swansea City möchten ihn gerne kaufen. Und ich denke mal, 1,8 Millionen für den Jungen ist halt einfach ganz gut. Da brauchen wir nicht großartig noch für verhandeln. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und sie ist schon ganz schön wild, aber außer dubios macht sich hier irgendwie niemand irgendwie bemerkbar. So, Moritz ist dann nahezu auch verkauft. 1,5 Millionen kommen noch in unser Transferbudget rein. Und wir sagen uns, erstes Spiel gegen Bayer Leverkusen in der neuen Saison. Wir sind ja jetzt wieder in der ersten Liga. Und David ist auch verkauft. Somit stehen wir jetzt vor dem ersten Spiel gegen Leverkusen. So, und irgendwie kriege ich das gerade überhaupt nicht hin. Ich weiß nicht, was gerade das Problem ist, wieder mit FIFA. Sobald ich ins Spiel reingehen will, bricht das Game ab und ich lande jedes Mal wieder auf den Desktop. Das muss ich halt erstmal wieder beheben. Ich schaue, dass wir in dem nächsten Game auf jeden Fall mal wieder ein bisschen spielen. Wir können auch mal ganz kurz noch auf den Kalender raufgehen. Wie gesagt, Fortuna werde ich dann wohl simulieren, auch 96 und das Nürnberg-Spiel. Müsste ich nochmal gucken, was das gewesen ist. Ich glaube, da gab es ganz gute Dings, aber ich glaube, BVB war wohl vorrangig gewesen. Ich werde hier einfach nochmal eine Abstimmung mit reinbringen. Wie gesagt, ob Fortuna, Hannover 96, Nürnberg, der BVB und Werder werden wir definitiv spielen. Und daher sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit finde und dieses verdammte Problem wieder mit FIFA beheben kann.